Das war's jetzt. Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht. Suchen wir das Benzin. Thank you.
Das hier ist eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite.
Okay. Na dann mal los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtspark aus. Verschwinden wir hier. Bist du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann noch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Und jetzt? Das sollte gehen.
Nein. Hier entlang. Bin direkt hinter dir. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Was ist damit? Hm. Könnte klappen. Ellie, Vorsicht! Es ist okay. Es hält. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut.
5774? Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht.